Fisch ist ein gesundes Lebensmittel, besonders Lachs. Der ist nämlich reich an Omega-3-Fettsäuren. Das haben wir oft gehört und geglaubt. Aber stimmt das wirklich? Schauspieler Hannes Jenicke sagt, nein, Jenicke hat für das ZDF eine Doku gedreht, im Einsatz für den Lachs. Sie wird am 16. Juni ausgestrahlt. Doch schon am Mittwochabend verriet er bei Markus Lanz, was das Ergebnis seiner Recherchen ist. Und die Quintessenz lautet, Finger weg vom Lachs. Denn gesund seien Lachse schon lange nicht mehr, zumindest nicht die, die es in deutschen Supermärkten für relativ wenig Geld zu kaufen gibt. Das liege daran, dass die überwältigende Mehrheit der Lachse, die auf unseren Tellern landen, aus Zuchtfarmen stammen. Man denkt ja zuerst, Fischfarm ist eigentlich eine gute Idee, dann wird auf der offenen See nicht so viel gefischt, so Jenicke. Eine Entlastung von der Überfischung also. Es sei aber genau das Gegenteil der Fall, sobald irgendwo eine Lachsfarm aufmache, kollabiere dort das maritime Ökosystem. Denn Lachsfarm ist klassische Massentierhaltung. Mit den für Massentierhaltung typischen Phänomenen, da brechen natürlich dauernd Krankheiten aus. Du hast Viren, Parasiten wie die Lachslaus. Für die sei eine solche Farm ein gefundenes Fressen, die Lachsfarmen wiederum stünden jedoch an Migrationsrouten der Wildlachse, hinzu komme, dass viele Farmlachse entkämen. Da sie kräftiger und aggressiver als Wildlachse seien, verdrängten sie diese einfach.